Damit geht's weiter und ich würde einfach mal sagen, back to the roots. Ja, in der ersten Staffel habe ich ja viele Livestreams gemacht und jetzt dachte ich mir nach der Besucherfolge, bräuchte ich im Zweifel mal Leute, die mich anfeuern, dass ich hier noch richtig mich steigere, weil es kann ja nicht sein, dass ich hier nur einen Tick besser bin als Krampfkarten und ja, sogar Boa Games, der wirklich seiner Meinung nach noch nicht lange Factorio spielt, ja, besser ist als ich. Das geht doch nicht. Ne? Also, Leute, da müssen wir was tun. Und deswegen, da die alle schon Öl haben, muss ich heute mich dem Ölthema annehmen. Und das werde ich auch dementsprechend gleich tun. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Zack. So. So, das Ganze sagt jetzt meine Uhrzeit hier. Ich gucke nochmal hier, ob hier irgendwo was steht. Nö. Oh, ich lese gerade, Peter hat Geburtstag von Alfs, der gute Peter. Dann herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, du feuerst mich weiterhin so gut an. So. Aber zurück zum Thema. Wir wollen hier vorankommen. Das heißt, Spiel fortfahren. Ich bastel mir hier erstmal die beiden empfehlen mir natürlich Stahlträger. Genauso wie mir hier davon ein Stack fehlt, im Zweifel. Ja, 33 dürften ausreichen. Ich muss mich hier mal echt besser sortieren, irgendwie habe ich das Gefühl. So. Das ist das eine. Das andere hatte ich hier schon mal eine umgeknickt. Nö, dann machen wir das mal. Denn ich brauche hier mehr Stahl. So. Die ganze Produktion. Das ist natürlich hier blöd mit dem. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was ich hier hatte. Die Eisenplatten kommen gar nicht bis hinter. Ja, ich verdödel hier schon wieder Zeit, ich merke es schon. So, mein Plan ist folgender. Erstmal soll der Stahl dort oben sich sammeln. Ich werde meine hier dazwischen aufbauen. Meine Raffinerie. Einmal diesen. Einmal diesen. Hier dazwischen einen Strommast setzen. Werde diesen hier unten anschließen. Das passt eigentlich relativ gut. So. So, lala. So. Ja, ich werde heute erstmal Folge 5 machen, dann werde ich sehen, wie es läuft. So, nichtsdestotrotz brauche ich jetzt hiervon noch eine Menge. Stahl, den nehmen wir mal mit rüber hier. Zwei, wie viel brauchen wir denn da? Vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Stück. So, dann das nächste Thema ist ja die Eisenplatten, die dementsprechend mehr werden müssten, sollten, könnten. Die können wir jetzt gerade nicht wirklich erweitern, das ist natürlich nervig. Ja, haben wir noch. Bup, bup. Und zwar möchte ich jetzt gerne hierbei die Rohre produzieren lassen. Einmal diesen, einmal diesen, einmal diesen, einmal diesen. Kisten haben wir auch noch. So. Und einmal diesen, einmal diesen. So. Das Ganze hier auf zwei Stacks begrenzen. Und dann sollte das hier auch funktionieren. Wir gehen wieder zum Stahl. So. Nochmal zwei,
Wie gesagt, 5, 3, 5, 2 fehlen noch. So. Die filtern raus. Wissenschaftspakete sollte ich hier auch noch ranbauen. Das heißt, Fließbänder. Fließbänder, Fließbänder, Fließbänder sind auch so ein großes Thema. Rohre. Wissenschaft ist fertig. Tankwagen bräuchte ich jetzt im Moment noch nicht. Aber die Akkus im Zweifel. Ja, komm, Akkus. So, damit ich rechtzeitig hier umstelle. Da sind erst zwei drin, weil hier eben die Eisenplatten so weggeknuspert werden. Das ist unfassbar. Aber das Beschleunigen bringt halt nichts. Ich müsste hier unten die ganze Anlage nochmal aufbauen, aber ich mache mich jetzt echt ans Öl. Das ist das dringendere Problem. So. Der kann wieder ausgeben. So. Und haben wir noch Eisenplatten? Ja, dann machen wir nämlich die mal drei nach hier förderlich. So. Na komm. 24, das bringt gar nichts. Da holen wir uns jetzt die Eisenplatten vom Band vorne. Das dürfte reichen. So. Auf geht's. 7. Reicht das? 3, 6, 7. Jawohl. So. Laufen wir hin. Wir verkörpeln das so mit, verknüppeln das mit unterirdischen Rohren und so. 10.000 elektrische Schaltkreise, auch immer sehr gut gesehen. So. Wenn die Ölfabrikation dann läuft, dann geht es natürlich weiter. Sag nicht, hier über den Öl sind Steine. Das ist doch der Hammer. Das hatte ich auch noch nie, dass darüber Steine sind. So, und zack, jetzt nicht die Klippe stört. Nein. Zack, zack. So, ran an den Stein hier. So, zack, zack. So, wo soll jetzt da oben soll noch einer sein? Also wie hier wahrscheinlich noch einer drunter ist. Ach, hier oben. Einmal diesen und dann laufen wir hier mal hoch. Das passt genau in den Wald rein, das ist total geil. So, zack. Das ist fertig, okay. Dann machen wir doch Tankwagen, der braucht ein bisschen länger. So, das wird so nix, also diesen, ne, diesen, diesen. So, und bitte macht mir mal ein paar normale Rohre, dass ich hier den Anschluss machen kann. So. Ach, immer diese Steine, die im Wege rumliegen. Ich muss mich ja hier wirklich sputen. So, hier muss ich einfach drum rum bauen. Bringt all nichts. Brauchen wir also noch ein paar Rohre. So. Und hier das Ganze dann im unterirdischen. Zack. So. Das Ganze noch verstromen. Das muss auch sein. Und dann fließt hier nämlich schon das erste Öl. So. Lampen sparen wir uns jetzt hier. Das ist alles kostbare Zeit. So. Zack, zack. Hier nochmal. Und hier vorne. Ne, da ist genau der Punkt dazwischen, den ich nicht haben will. So. Zack.
Und jetzt müssen hier einfach die unterirdischen Rohre nach links weggehen. Solala, wir landen da, da brauchen wir natürlich noch ein paar unterirdische, das war vollkommen klar. Ich weiß, in den Tagkräften, aber ich habe ja hier eine Produktion aufgebaut, die nebenbei mir welche macht. Bloß jetzt für den Anfang brauche ich halt erstmal welche. So, Tanks kann ich noch nicht produzieren, das heißt, ich gehe sowieso mal hin und hole mir wieder Stahl irgendwie weg, weil Stahl wird das Problem sein. Jawohl. So, und schnappe mir das einfach da mal weg. Oh, was kommt denn da für eine Meute an? Schön einzeln, damit können die die immer noch gut abwehren. Aber das ist natürlich schon ein kleiner, größerer Angriff. So, 13 davon. So, und hier. Wupp, wupp, wupp. So. 1, 2, 3, 4. Machen wir erstmal 4. Da müssen wir eh gucken, wie weit wir damit kommen. So. Weiter geht's hier. Zack. So, schon wieder ein Angriff. Eieiei. Macht mich nicht irre hier. Damit wir Flugroboter bald haben. Zack. 5, 3, 5. So, sehr gut. Zack, zack. So, die sind erstmal alle miteinander verbunden. Jetzt geht's hier los. Eigentlich kann ich den da wegnehmen. Und sagen hier, bitteschön hier. Da einen. Habe ich Lämpfel eigentlich dabei? Dann baue ich mir kurz mal welchen. Reicht das schon? Jo. Zack. 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 So. Dann können wir den nämlich abreißen und sagen, zwei da. So. Und bitteschön. So. Jetzt produzieren die hier mein erstes Öl. Ich brauche nur noch ein paar Lagertanks, um das erstmal zu speichern. Dann muss ich die Eisen- und Kupferplatten rüberschieben. Ist auch so ein Ding. Und bum, 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 bum. Jetzt muss ich hier ein bisschen gucken. Aufnahmezeit passt. So. Echt, ich knicke die hier nochmal um. Ich brauche den Stahl hier. So. Ist echt die Sache, dass ich woanders diese Eisenschmelze nochmal aufbaue. Habe ich denn überhaupt irgendwo eine Lehmfellproduktion? Eine kleine zumindest. Nein. Dann werden wir die nämlich erstmal in Angriff nehmen. Im wahrsten Sinn des Wortes. So. Und die eine Truhe noch. Und die kann von mir aus komplett gefüllt werden. Weil wir haben da unten eh genug Stein. Das passt soweit. So. Den auch. Bitteschön. Weiter geht's. So. Ich möchte wirklich, dass die Ölsachen schon mal umgezwitscht werden, quasi. Sechse, das ist für jeden Zweier erstmal. Okay, das passt. Das sollte passen erstmal. So. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne in die Kommentare mich anfeuern. Ich stehe ja wirklich nicht so gut da wie das letzte Mal.
Also die Gegner sind auch stärker geworden und ich habe mich vielleicht auch ein bisschen einlullen lassen vom guten Krampfkarten. Ne? Muss man ja auch mal zugeben. Ich dachte, ey, alles Tutti-Balletti, ich habe die im Sack und nix war im Sack. So. Bom, 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 bom. Zwei dazwischen frei, das hat seinen Grund. So. Bam. So, jetzt hier nochmal. Die da rein. So. Zack. Zack. Zicke, zacke. Ah, sehr schön. Passt genau. Upp. Und hier auch nochmal. So. Jetzt können die erstmal hier schön produzieren. Damit läuft das erstmal so weit, wie ich es möchte. So. Und ich kann mich erstmal um die weitere Fabrik kümmern. Strom passt. Gut. Solaranlagen. Wie, was brauche ich dafür eigentlich nochmal? Stahl. Na klar, Stahl. Das, was man noch nicht sagen. Das heißt, dafür brauche ich auch Stahl. Ich baue jetzt wirklich die Eisenschmelze nochmal woanders auf. So, 5 brauchen wir, 6, das ist erstmal egal. Da unten ist das Eisen. Ich komme mit dem Zug, dann mache ich das zu Kupfer hier. Das Eisen hier drüber auf der Seite. Ich denke gerade laut. So, das bedeutet, ich gehe mal geschwind hier rüber, dass ich das hier runterführe. So, ich nehme mal das hier jetzt einfach als Grenze. Das heißt, hier kommen auch Kohle von oben, Eisen von oben. So. Bam, bam. Bam. Komm, noch einen dahin. So. Zack, so passt das nämlich. Hier drüben dann dementsprechend noch zwei wieder hin. Ich sehe da schon wieder was blinken da oben. Zack, so. Zwei davon, ein davon. Das heißt, hier, das kann auch weg, das eine. Zack, so. Dann können die hier rausgehen. Ich lasse die hier zusammenführen. So, jetzt natürlich hier noch kein Puffer dazwischen. Die Frage, ich brauche so oder so Fließbänder und Knickarme. Die hole ich mir jetzt alle. Genauso wie ich mir den Stahl dann holen werde. So, hier Bob rein damit. Das macht er halt so nicht. So, da ist nochmal ein Angriff. Da kommen langsam echt viele hier an. Muss man dann gucken. So. Nichtsdestotrotz, weiter geht's. Die schnellen Greifarme, Dankeschön. Die legen jetzt wieder los, ist klar. Mittlere, da müsste ich auch noch Strommasten mir holen. So, einmal die. Und dafür brauche ich Eisenplatten an sich. Das ist erstmal nicht das Ding. So, zack. So, und davon jetzt nebenbei gleich mal ein paar. So, Wissenschaft ist schon wieder vorbei. Da brauchen wir schon die blauen. Ich möchte jetzt aber wirklich das Ganze erstmal hier nochmal neu aufbauen.
neu verkabeln quasi. Ja, Stahlkisten, das ist jetzt alles hier ein bisschen tricky. So. Dum, 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 dum. Stahl wollte ich mir noch mitnehmen, aber egal. Warum ist er da? Zack, zack und zack, zack. Das heißt, hier geht es abwärts. So. Zack, zack, zack. So. Truhen, 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 Truhen. Hier drüben auch noch Truhen hin. So. Das Ganze jetzt müsste ich hier ganz einfach mal runterführen. Hier drunter weg. Hier drunter weg. Und hier drunter weg. Also wie es hier drunter weg geht. So. So. Und jetzt. Kann ich davon noch einbauen, weil mir da das Eisenplatten fehlen? Ach, Manno! So, zack. Kann ich noch einbauen. Sehr gut. So. Zahnräder ist erstmal scheißegal. Dann müsste ich mir überlegen, wie ich das mit der Kohle mache. Ob ich dann gleich von oben oder von. Ich greife die Dinge mal von hier unten nochmal ab. So, zack, zack. Und wo haben wir sie? Da, drei. Na super. Läuft ja richtig, richtig Bombe. Ja gut, das Stahl müssen wir dann noch erweitern. Da kommen wir jetzt nicht dazu. Oh. So, zack. Zack. Zack, zack. Und noch einmal. Alter. So. Die Drohnen haben wir, aber können wir sie noch nicht bauen. Sehr gut, dann machen wir erstmal damit weiter. Erstmal temporär dort die Eisenplatten und alles hochbringen. Fließbänder, Hammer, 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 Hammer. Das heißt, wir ziehen hier ab nach da oben. Oh Gott, das wird auch wieder so ein Mischmasch. Gedöns. So. Perfekto. So. Ja, wir gehen rüber, holen uns wieder Fließbänder. Dann kommt von hier die Kohle und die Eisendinger hoch. Und dann sehen wir weiter. Wenn hier dann genug Eisenplatten ankommen mit der Zeit. Trenner, 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 Trenner. Okay. Haben wir auch. Unterirdische lassen wir nicht bauen. Aber Fließbänder an sich können wir mitnehmen. So, damit hätte ich das ja alles. Die nehmen wir mit. So, unterirdische brauchen wir Eisenplatten dafür. So, die vier nehmen wir mal mit. So, weiter geht's. Es muss jetzt wirklich hier schnurstracks funktionieren. Das Ganze. So. Einerseits kommt hier der Trenner hin, der die Eisenroherze erstmal temporär hier aufführt. So. 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 Und dann irgendwie da rüberbringt. Das ist erstmal völlig egal wie. Und hier. Die Kohle, die hier rüber geführt wird. So. Können wir auch gleich mal analysieren hier, wie die Kohle rübergebracht wird. So. Auch so. Jetzt müssen wir bloß überlegen, wie weit wir hier nach oben bauen das Ganze.
Minimum so. Minimum. So, das heißt hier die ganzen. Nee, so rum. Klicke aber wieder ran. So. Kisten, 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 Kisten. Und die langen Greifarme noch dazu, für die Kohle zuständig sind. So. Zack. Zack. Den auch gleich noch mit. So. Da das schnelle Fließbänder sind, denke ich mal, werde ich das auch gleich noch erweitern. So, zack. Zack, einmal diesen. Einmal diesen. Ist die Frage, Kohle muss innen kommen. Ja, das passt so. Gut. Wieder zurück, wieder ein bisschen Stahl schnappen. Die Module auch sehr wichtig. Und dann müssen wir uns echt langsam an die blaue Produktion machen. Sonst steht hier bald alles. 80, 80, 80, müssen wir nur später gucken. So, ich müsste hierhin mir die schnappen. Haben wir noch gelbe Fließbänder? Ja, eins, was wir hier reinhauen können. Teiler haben wir hier, aber ich möchte die loswerden. Zack. So. Das bedeutet, hier kann ich wieder zwei machen, zwei unterirdische. Ich mache mal gleich direkt mehr, denn ich möchte mir hier wirklich viel wegschnappen. Und jetzt hier drüben mir ein bisschen Landfill schnappen. Und erstmal vier Stacks. Passt. So. Das ist erstmal so bis hierhin, das ist okay. Daran wird dann angesetzt. Hier kommt Holz rein, Stein rein. So. Eisenplatten haben wir, die Roherz können wir hier mit reinlegen. Zack. So. Ziegelsteine jetzt. Fehlen Ziegelsteine, verdammt. Unnötig Zeit verrannt hier. Gebe ich zu. Da hätte ich vorher gucken können. Zack, 4. Da sind wir nochmal 10 dran. Sehr gut. Die Module sind beendet. Da setze ich mich hier aufs Fließband, damit ich fahre und die bessere Rüstung auch schon mal. So. Alles klärchen. So. Jetzt, wenn ich die 4 mir noch rüberhole. Zack, wenn ich die hier hinsetze, sind wir da oben, löschen das, 12 Kisten, das passt. So, und dann hier die ganzen Knickis noch da rein, zack, zack, zack. So. Bam, 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 bam. Diese noch. Zack, zack, zack. So. So, zack. So. Machen wir jetzt die hier. Haben wir da? Haben wir sie doch. So. So. Die rausgehenden noch. So, zack, die kommen so vorbei. So, lala. Wieder Wissenschaft fertig. Ja, die Module mal da rein nach. So, das heißt, hier oben kommt das an, das ist okay.
Zack. Nee, hier muss es weiter, es muss weiter. So, einen Teiler hier. Das Divi. So, hier geht es auch weiter mit dem. Das heißt, das ist das Kohleband. Mal gucken, das passt, das ist okay. Hier kann man das zumachen, dann haben wir hier ein bisschen Flow drin. So, alles klar. Hier einmal diesen, einmal diesen. So, schon wieder das nächste fertig, meine Fresse, so, zack. Und weiter geht's. So, und das kommt so hier lang, das so hier lang. So, und dann müssten wir zumindest auf der Seite jetzt schon mal eine Beschleunigung haben der ganzen Sache. Produktion alle 10 Minuten, 8200. Mal gucken, wie wir das hier hinkriegen, wenn wir das schon mal auf einer Seite hier vermehren. Und da blinkt das Roherz. Es ist unfassbar. Halbe Stunde jetzt, also circa ein bisschen drunter wahrscheinlich. So. Das muss ich jetzt natürlich erstmal hier ein bisschen stauen. Hier müssen noch die Teile ran. Ein bisschen Strom tut Not. So. Strom passt. Nächstes forschen. So. Alles klar. Das läuft jetzt hier an. Das hat man gesagt. 8,4. Okay, es steigt nach oben. Ist schon mal sehr gut. So, haben wir hier noch Flora? Na, nur noch ein Handvollchen. So, zack. Hier bauen wir ab. Warum ist hier so ein Einzelner noch? Frage ich mich jetzt, aber egal. So, der kann weg. Und hier können wir anschließen. Das heißt, einmal diesen, einmal diesen. Hier ist abgebrochen. So. Na komm, zack, zack. So. Und Themen wieder für die Wissenschaft. Zack. Irgendwas jetzt, damit hier was pusht. Hier müssen wir gucken, wie wir das machen. Bam, bam. Bam, da haben wir natürlich jetzt hier ein paar, die fehlen. Aber ich möchte jetzt ungern dorthin rennen. Ich möchte jetzt erstmal dieses hier weiter fortführen. So, zack. Jetzt rampeln die hier nämlich alles direkt drin. So, Produktion 8,9, sehr schön. Stahl müsste dementsprechend jetzt auch nach oben gehen. Sehr, sehr schön. Wir schnappen uns die Teile hier mal. Machen hier nochmal 5 und 2 hier weg vielleicht. So, denn ich möchte auch die andere Seite noch parallel jetzt gemacht haben, damit hier richtig Dampf auf dem Kessel ist. Und dann kümmern wir uns um die Flächen, um die nächsten. Das hat ja all nichts damit zu tun. So, das heißt, 3 brauchen wir noch. 1, 2, 3. So, zack, zack, zack. Zack, 3 haben wir, sehr schön. So. So. Ich hoffe, damit komme ich an Bohr ein bisschen schon mal ran hier. So, zack, zack. Drei Kisten noch. Bestimmt noch ein paar Kisten, so wie es aussieht. Die sind aber schnell. Nee, Holz, das gibt's ja nicht. Jetzt fehlt mir Holz für diese verdammten Kisten hier. So. Weiter geht's im Gesangsverein hier. So.
Bom, bom. 10 Kisten. Hier unten funktioniert was nicht, weil die langen Greifarme fehlen. Die schnellen Greifarme fehlen auch noch, sehe ich gerade. Da war jetzt schon wieder Tee. Beton, bitteschön. Zack. So, das heißt, die können mal rausgehen, die können sich das sammeln. Ich möchte jetzt hier genauso vorgehen wie eben. Ja doch. So, das bedeutet hier diesen. Nein, da fehlen mir auch die. Also, schnelle Greifarme. So, schnelle Greifarme, Fließbänder und dann geht es an die blaue Fläschchenproduktion. Fließbänder haben wir und schnelle Greifarme. Okay, dann brauchen wir einfach diesen mal. So, haben wir auch. Und wir rennen wieder hin und dann rennen wir zurück runter, um da die blaue Fläschchenproduktion anzuschmeißen, damit die richtig abgeht. So, zack, 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 zack. Den kann man wegnehmen. So. Dann bam, bam, bam. Schön, schön, schön. So. Zack, zack. Jetzt werden die hier mal richtig abgeliefert. 11.000. Wir steigen hier massiv. Also das sollte mich jetzt hier nach vorne bringen. Und jetzt kümmern wir uns um die Produktion der anderen Teile da unten. Das heißt auch, dafür braucht man richtig viel eigentlich. Ich schnappe mir hier die Grünen noch weg. Der Rest sollte so passen. Unterirdische muss ich mir so bauen, das ist jetzt nicht das Ding. Zahnräder, Fließband und Zahnrad. Haben wir hier schon die umgebastelt? Bräuchten wir einen Klippensprengstoff? So, ja, auf geht's nach unten. Hier einfach mal mit 5 davon. Wir schnappen uns hier ein paar Eisenplatten, die kommen jetzt von oben genug drunter. Salala. So, und jetzt müssen wir gucken, wie fangen die hier an. Die roten Schaltkreise können wir gerade sehr schlecht machen, weil uns da die Plaste noch fehlt. Das ist so ein weiteres Ding, der Plaste fehlende. Weil wir müssen ja auch hier rüber dann die Produktion anschmeißen, der ganzen Sache. Aber noch ist das hier ganz gut. Aber wir müssen dahin kommen, dass man da die Plaste eigentlich produziert. Das wäre vielleicht sogar klein das günstigste. Davon mal ein paar noch. Und Fließbänder haben wir ja jetzt sowieso in der Tasche. Dann machen wir das. So, das heißt, dort muss Kohle hin, ne? So, Plaste. Kurz Kontrolle. Kohle, genau. Das heißt, wir schnappen uns die Kohle. T. Das können wir halt noch alles nicht bauen, weil uns die blauen fehlen. Hier weg. Führen die hier unten durch. Das klingt nach einem Plan. So, zack. Reicht das von hier nach hier? Oh, perfekt. So. Zack. Zack. Leg los. So, und jetzt einfach
Ruhe damit. So, hier muss ich gucken, das heißt, ich muss hier einfach nach oben gehen. Ach, ich mach's und ich gönne mir den Spaß. So. Hier gucken wir auch noch. Oh, sehr schön, wie viel das durch den Fels geht. Das ist so ein kleiner, finde ich, Grafikbug in dem Spiel. So, jetzt muss man gucken, wo wir das hier aufbauen. Oh, ich möchte ja hier eigentlich diesen so haben. Den so, das heißt so. Und den nochmal so. Das heißt, dass man hier immer ein Rohr dazwischen haben. So. So. Damit man hier auch durchlaufen kann. Zack. So, lala. Das bedeutet, hier kommen dann noch zwei dazu. Für Schmiermittel und Petroleumgas, sage ich immer. Also hier das. Und Schmiermittel sind zwei. Wasser muss auch noch. Also diesen. So. Also wäre das nächstliegende hier. So. Machen wir das so. Hier machen wir auf jeden Fall schon mal Plasterproduktion. Das kann so. Ne, eins weiter. Eins weiter. Ganz entspannt, Junge. Verfall doch nicht in Stress, bloß weil du ein bisschen hinten liegst. So. Ein bisschen ist gut, ich weiß, aber Batterien sind auch schon mal sehr gut. So. Zack, hier zwei. Das hat auch seinen Sinn. Das ersetzen wir später. Zack. 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 So. Der ballert hier rein. Zack, einmal diesen. Und hier einmal diesen, einmal diesen. Zack. So, weiter geht's im Text. Hier. Bam. So. Hier, das möchte ich einfach, dass das nach oben läuft. Und siehe da, schon haben wir wieder vergeigt. So. Können wir hier dann wieder abbauen. Zack. So. Jetzt hier Kisten wieder hin. So. Diese Kisten sind hier zum Rausgeben. Zum Puffern des Ganzen sagen wir zwei Stacks. So, und hier auch wieder rausgehend. So, das Ganze jetzt möchte ich einfach der Fairness halber hier rübergeben. Und hier runter. Wobei ich hier einmal das Ganze ein bisschen Balancing machen. So. So. Mache ich einmal da. Einmal da. Und dann das Ganze hier noch mit dem langen Strommast verbinden. Zack. So. Damit habe ich jetzt schon mal eine Plastikproduktion. Jetzt muss ich nur das für die roten dort unten noch aufbauen. So, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Haben wir noch, kann ich noch irgendwas mit drunter nehmen? Fließbänder bestimmt. Lange Greifarme muss ich so basteln. Der Rest sieht gut aus. So, auf geht's nach unten. Da können wir die Fließbänder nehmen. Sind wir schneller.
So, für die Roten brauchen wir die Grünen. Das heißt, das Ganze wieder hier ein bisschen variieren. So. Zack, das Ganze hier rüber. Und ich möchte hier einmal diesen. So. Zack, zack. Zack, zack. Und hier machen wir das jetzt einmal so. Und hier das Grüne haben. Das heißt, einmal diesen und zwei raus. So. Den rein zu, die raus zu. Hier kommt also das Eisen. Jetzt müssen wir hier nämlich gucken, dass wir hier gut vorankommen. So. Einmal ein unterirdisches bitte. Das kommt dann hier hin. Die ganze Sache müssen wir noch verstromen. Das wird auch eine interessante Sache hier. So. Denn hier Kupferkabel. So. T. Weiter geht's. So. Jetzt müssen wir natürlich die Eisenplatten noch hin. Vollkommen logisch. Kann man die noch ein bisschen aufwarten? So. Zack, 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 zack. So. Rüber. Und weiter geht's. So. Jetzt werden hier die Grünen produziert. Das kann man dementsprechend dann erweitern. Und zu den Grünen brauchen wir wieder die Plastikstangen und die Grünen. Das heißt, die Plastikstangen können wir hier eigentlich mit drauflegen. Wenn wir das hier weit genug reinschlagen, müsste das eigentlich komplett möglich sein. Okay. So, das heißt, Plastikstangen kommen hier noch mit drauf. Aber trotz alledem. Nee, das ist ja vollkommen richtig so. Können wir hier die schon mal zusammenfügen. So. Hier geht es weiter runter mit denen. Das heißt, zack, zack, zack und zack. So, Kupferkabel. Wir wollen hier die runterführen. Hier ein bisschen Wald schlagen noch. So, lala. So. Was sind das für Angriffe jetzt hier ständig? Oder letztens nicht so. So, die Grünen, die Roten, also Kupferkabel noch einmal, die führen wir von oben rein. Oder Moment mal, wenn die Roten, ja klar, wir müssen die von oben reinführen, das bringt all nichts. So, das heißt, hier nochmal Kupferkabel. Hier. So. Ich baue das jetzt wirklich erst minimal auf und baue das dann weiter größer auf, wenn es einmal läuft, dass ich sehe, wo was noch gebraucht wird. So. Das heißt hier, 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 da. Und einmal ein unterirdisches bitte. Das muss auch sein. Die schnellen Greifarme da, da und da. So, und hier auch ein, ja, ein Zusammenführer, sag ich mal. Ein Balancer ist das ja nicht. So, können wir hier dabei noch ein bisschen Bäume hacken.
So. Ist jetzt so. Kann man uns hier noch die grünen wegnehmen? Passt auch. So, zack. So, läuft das hier auch ein? Funktioniert. So, jetzt muss man bloß gucken, dass hier auch die roten rauskommen. Wir brauchen. So, so. Quatsch. Einmal diesen, einmal diesen, einmal diesen, einmal diesen. So. Ja, das können wir so stehen lassen. So. Zack. T-Wissenschaft. Fuck. Ich habe schon nichts mehr zu pushen. Ich habe schon für nichts mehr zu pushen. So, zack. Hier müssen wir Platz machen. Ich brauche hier ein bisschen Platz und Licht und so. Ja, rohe Eisenerz ist mir schon klar. So, hier möchte ich jetzt die roten produzieren. Das heißt, von oben kommen hier die Kupferkabel rein. Von unten kommen jetzt die anderen Dinger rein. Da wird es nämlich jetzt richtig lecker. Machen wir erstmal hier noch weiter. Ich muss gerade im Kopf überlegen, wie ich mir das jetzt gerade überlegt habe. So blöd, wie es klingt. So, Tee. Machen wir das noch? So. So, weil jetzt kommt hier unten das Zeug rein. Und per langen Greifarm soll das Zeug wieder rausgegeben werden. So, das, was hier reinkommt, kommt von hier oben. Das heißt, ich möchte hier an der Stelle eigentlich gar nicht mal das so haben, wie ich es jetzt hatte. Weil da möchte ich wirklich dann die Plasten mit draufhauen. So. Aber das auch. So, das heißt, an der Stelle, ja, Schrot, ja, hau ruf, wir schnappen uns da die Punkte, wenigstens die paar. So, hier muss das Ganze, die paar sind jetzt zum Durchrollen da gedacht. Ich baue die mal im Inventar hier, die ganzen Handgranaten. Ich laufe hoch, hole mir jetzt wieder schnelle Greifarme, die Fließbänder. Und dann muss ich zusehen, dass ich das dort am Teil vorbeiführe. Die schnappe ich mir auf jeden Fall. Fließbänder schnappe ich mir. Davon kann ich mir auch noch ein paar nehmen. So, und auf geht's. Jetzt kümmern wir uns um das Roheisenerz, was ja scheinbar wieder ein bisschen die Macke kriegt. Das ist auch schon wieder schnell hier am Weglaufen. Das Eisenerz, das müssen wir dann uns bald um das Anschließen des Feldes da unten kümmern. Das heißt per Zug dann. So. Zack. Zack. Nämlich schon eine ganz gute Ausgangslage. Zack, zack, zack. Und einmal diesen. So. Nehmen wir hier die Fließbänder. So. Perfekto mio. Zack, zack. Und weiter geht's. So. Sollte das auch durch sein, runter geht's wieder. Es geht weiter um die Produktion der blauen Wissenschaftspakete. Müssen uns hier den Weg freisprengen, quasi. So.
bisschen schneller das abholzen. So. So, bis dahin. Weiter geht's. Und wir müssen hier langsam die Kurve nach oben kratzen. Aber wir gehen so weit, wie wir hier kommen. Hier hin und hier dann nach oben. Da fehlt mir eine. Komm, 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 komm. So, perfekt. So. Weiter geht's. Schön, das ziehen wir jetzt hier nach oben. Das passt soweit. So, Lämpfel. Und hier ebenso einfach nach oben das Ganze. Ja, nein. Nein, sprach er und das Lämpfel war zu Ende. Zack. So, wir schnappen uns das da oben. Zack. Können auch gleich nochmal an den Fließbändern vorbei. Dass wir uns die nochmal schnappen. Zack. So, und ich hoffe auch, das Geburtstagskind Peter ja, ist mit mir heute zufrieden. Ich glaube, so viel rumgestanden und im Inventar gebaut habe ich heute gar nicht. Außer das, was ich nicht in der Mall produziere. Das musste ich nun mal notgedrungen. So, zack, auf geht's. So, dieses Kohlefließband kommt da runter. Das heißt, ich brauche hier im Zweifel noch zwei davon. Dann können wir ein paar abbrechen. So. Die kommen hier rein. Ich will die hier runtersetzen. Das heißt, die kommen etwa hier wieder raus. Bingo. Weiter geht's. So. Was ist das hier? Achso, die Klippe. Die sah bloß komisch aus. So. Hier oben, guck mal an. Ich habe hier vergessen, was anzuschließen. Zack. So. Meine Güte. Sowas. So. Einmal da. Und dann einmal hier runterführen. Ich hoffe, das passt. Dass er das mitmacht auf die Entfernung. Ja, draußen wird Fußball geguckt. Vom Fenster. So, das passt einmal frei. So. Und schwuppdiwupp. Wird hier Plaste produziert en masse. Das muss man ausnutzen. Also das nächste Mal startet dann die rote Produktion richtig durch. Wir schnappen uns das. Wir schnappen uns das. Mittlere, 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 mittlere. Nee, schnapp, die Wupp. Schnapp, schnapp. Damit haben die hier wieder ein bisschen zu tun. Stahl, hier haben wir immer noch zur Seite gedreht. Können wir jetzt reintreten hier. So. Dann bräuchte man nämlich hier noch ein paar. Die können wir noch machen, die 10. Gehen 6 hier schon mal drauf dafür. So, zack. Davon noch 2.
Zwei ja davon. Und dann legen wir hier noch mal gleich hier die schnellen an. So, zack, 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 zack. Hier, ding, 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 ding. So. Die langen Greifarme, da brauchen wir bestimmt noch welche. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nicht so, meine jungen Spunte hier. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, weiter geht's jetzt hier im Text. Bam. Brauchen wir noch einen davon. Die Angriffe da unten, die gehen mir ein bisschen auf den Zeiger, muss ich sagen. Vor allem, weil das immer mehr werden. Muss aber bald was tun. Bisschen verstärken nächstes Mal. Ja, zack, zack. Und die beiden auch noch an. Zack. So. Jetzt läuft das Ganze bis auf diesen hier. Da brauchen wir noch einen der langen Greifarme. So, Stahlproduktion also jetzt auch toppitopp. So. Damit dürfte ich jetzt eigentlich gewappnet sein für die ganzen Sachen, die jetzt folgen. So, bis auf, dass da unten das leer läuft. Das gefällt mir gar nicht. So, jetzt brauchen wir die blauen. Damit wird sich hier irgendwann das wegstauen. So, zack. Hier können wir den noch abbauen. Ist das nicht nett? So, den Anschluss mal hier und dann ist das gesamte Feld abgearbeitet. Dann müssen wir, ob wir wollen oder nicht, wir haben hier mehrere große Baustellen. So. Die Kohle wird auch komplett weggefressen hier mittlerweile. Das sieht auch ziemlich gut aus. Damit könnte man dann hier die Schmelze doch noch ein bisschen erweitern. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich glaube, da drüben, das läuft so ganz gut. So. Das heißt nur, wir müssen hier dieses Eisenfeld. Oder hier unten das anknabbern. Ich bin mir noch nicht so 100% sicher, das werde ich fürs nächste Mal mir überlegen. Die Teile machen. Das ist auch gut gefüllt. Hier geht es in Fülle zu. Also alles noch im grünen Bereich. Wir können Plastik erhöhen. So, hier müssen nur noch ausgehende Teile, aber ansonsten funktioniert das auch. Also wir sind auf dem Weg zur blauen Flächenproduktion und wenn die dann richtig anläuft, hier ist dann alles zugestaut. Das funktioniert einwandfrei. So, das heißt, Spiel speichern, hier die 05 ran, speichern. So, Spiel laden und wir haben 5 Stunden, 5 Minuten und 44 Sekunden. Fast wieder eine Schnapszahl. Boah, Alter, meine Fresse. So, in dem Sinne würde ich sagen, bis denn dann, euer Prisus, war eine verdammt schnelle fünfte Folge. Die sechste, mal gucken, ob ich die Tage auch als Livestream bringe oder aufnehme, sodass ich nächsten Freitag wieder bei der siebten Folge dabei bin. So, in dem Sinne, bis denn dann, euer Prisus.